jetzt erstmal genügend. Ist auch was für das ganze Essen, brauche ich auch noch. Das ist spezielle Regale. Lagermöglichkeiten. Aber das werde ich hier unten einrichten, also das werde ich nicht alles nach oben schaffen. Das mit der Brücke sieht schon mal ziemlich schick aus. Ja, da pflanze ich hier irgendwo noch so ein Häuschen rein. Hier vielleicht. Hier so dran. Mal gerade hier eine Markierung. So, und ich habe keinen Platz mehr. Weil dann können wir hier alles voll machen mit irgendwelchem Gemüse und weiß was ich was, Fadera. Ist halt die Frage, wie viel Platz wir brauchen. Schon einiges, würde ich behaupten. Steht da bauen wir so ein Haus halb im Ding rein. Im Stein. Und halb draußen. Achso, hier muss ich klicken. Haben wir noch irgendwo Fackeln? Ja. So macht das Ganze Sinn. So, sieht sehr gut aus. Ja, wenn da unten noch ein Häuschen steht, macht es auch das Ganze ein bisschen lebendiger. Warte mal, ich kann auch gerade das hier machen. Ich guck mal, was hier reingeht. Alles, was geht, ist gut. Alles, was nicht geht, ist schlecht. Aber warte mal, die können raus. Das kann eher da rein. Vielleicht mache ich einfach nochmal eine Kiste. Warte mal, da sind wir doch beim Holz. Was kommt da noch rein? Das Buch, Stöckchen, Zombie-Zeug. Ne, Eier ist Essen. Jetzt reingeht, weil es ist meins. So. Süßkartoffeln haben wir auch noch. Die Stämme raus, das hier raus. Dann ist hier eigentlich genügend Platz für Essen. So, was habe ich da noch rein? Steine. Das ist egal. Perfekt.
Also ich habe das Gefühl, ich schaffe gerade richtig was. Hier 15 Dinger. Wie viel brauche ich, habe ich gesagt? 30 plus, gell? 32. Die habe ich leider nicht dabei. Ich weiß nicht, wo ich denn hin habe. Ich hatte mal wie heißt denn das Teil? So eine Hake. Um den Boden zu bearbeiten. Und dann kamen ja immer diese Würmer raus. Hier ist es doch. Wollte gerade schon sagen, vielleicht ist es kaputt gegangen. Da kam nichts raus. Kommt auch nichts raus. Warum kommt da nichts raus? Warum kommen da keine Würmer? Brauch Würmer. Vier Stück habe ich schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Mal gespannt, ob der den Schnee wegmachen kann. Ich pflanze die mal gleich wieder an, weil ich habe noch mal zwei gekriegt. Ey, nice. Können wir unten das Feld auch noch erweitern? Weil wir werden auf jeden Fall Feldfläche brauchen. Und Silk Touch, ja, hat ja auch nur ein bisschen Zeit. Ich habe ja im Moment, warum hänge ich jetzt? Im Moment sowieso kein Modifier frei. So. Sieht schon ziemlich gut aus. Die Frage ist nur, ob ich das hier so lasse. Also von der Türe her, das wird halt das Problem. Weil eine Dreifachtüre wird man so nicht hinkriegen. Vermute ich einfach mal so aus meiner Erfahrung raus. So, warte mal. Wir können ja über die Chisel-Geschichte können wir auch ja den Cobblestones eine schöne Struktur geben. Dann mache ich hier erstmal doch normale Fackeln rein. Jetzt wird es ein bisschen zu dunkel. So, lass mal gucken. Was nehmen wir denn da? Die finde ich eigentlich immer recht cool.
das mal so. Und dann machen wir 3x3. Vielleicht die hier. Hier stimmt was nicht. Hier auch nicht. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Ist erstmal okay. Und wie gesagt, es kommt dann oben. Wobei ich sogar denke, ich werde hier nochmal rauskommen. Ich habe noch so viele Steine, aber ich will nicht schon wieder neue machen. So, hier haben wir nämlich noch Baumaterial. Wenn man das so bezeichnen darf. Marble. Da ist es ja. Da ist es ja. Ups. Cobblestone. Das ist aber andere Marble, warte mal. Da gibt es wieder zwei verschiedene. Ah, Astral Sorcery und... Astral Sorcery, hä? Ah, hier unten ist er. Das ist nämlich der schönere, finde ich. Okay, da kann man nichts machen. Ich finde nämlich, wir können hier oben ruhig noch einen Block rauskommen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen plastischer, ein bisschen schöner. So, und sobald ich hier die Candles habe, die ich haben will, werden die Fackeln hier ausgetauscht. Ah, Moment. So. Kann ich hier? Jo. Aber kann ich die auch aus Stein machen oder aus was anderem? Sieht denn das aus? Ja, vielleicht nicht den Block da oben. Den lassen wir vielleicht koppeln. Aber so hat es doch auch was, oder? Vor allem, wenn dann oben wieder der Marble anfängt. Also wenn ich oben ja mit Marble weiterbaue. Das könnte ganz gut aussehen. Ich werde hier an der Seite. Also wenn ich das gleiche Design oben noch eins raussetze. Muss man gerade gucken, ob das von der Proportion her passt. Ich meine, klar, den Boden, den müssen wir dann sowieso nochmal umsetzen. Ich das hier mal. Achso, nee, ich wollte das ja mit Marble machen. Das sind schon die Stufen. Das ist ja doof. Ja, aber dann chisel ich doch lieber. Warte mal. Dann chisel ich die doch einfach so, wie es hier ist. Astral Sorcery Stairs. Hier. Dann haben wir das gleiche Design. Ich glaube, das wird recht fetzig aussehen.